Ja, wir sind heute wieder bei uns in der Küche. Das heißt, wir wollen heute mal wieder backen. Heute gibt es die Badener Stangerl. Ist auch sehr gut, um Eigelbreste zu verwerten. Und wie die gehen, das zeigen wir euch heute. Das sind die Zutaten, was wir brauchen. Wir brauchen einmal Butter, einmal Mehl, ein bisschen Zucker und viermal Eigelb. Aber jetzt fangen wir erstmal an, diese drei Zutaten abzuwiegen. Jetzt brauchen wir erstmal 70 Gramm Butter. Die werden wir in einen Topf reintun, weil die müssen wir jetzt dann erhitzen. Jetzt brauchen wir noch 70 Gramm Zucker. Jetzt brauchen wir zweimal 70 Gramm Mehl, also insgesamt 140, aber auf zweimal aufgeteilt. Jetzt werden wir mal vorsichtig die Butter im Topf erhitzen. Jetzt haben wir gerade den Zucker reingerührt. Jetzt kommt noch mal 70 Gramm Mehl dazu. Das werden wir jetzt auch einrühren. Dann von der Feuerstelle nehmen. Jetzt kommt viermal Eigelb dazu. Und jetzt kommen noch mal 70 Gramm Mehl dazu. Das schütten wir jetzt alles in eine Schüssel rein. Und dann kommt es erstmal eine Stunde im Kühlschrank. Und der muss jetzt eine Stunde lang im Kühlschrank ruhen. Den werden wir jetzt zu einer Rolle erstmal formen und dann machen wir weiter. Wir werden das jetzt ein bisschen anders machen. Wir werden jetzt immer so ein Stück nehmen, so eine Rolle formen. So schaut das dann aus. Das Ding pappt nicht zu viel und dann backen wir das hier irgendwie drauf und so schaut es dann aus und so werden wir das jetzt komplett machen. Also nach einer Zeit geht's, dann pappt es nicht mehr so fürchterlich an die Finger und dann kann man es gut auf das Ding drauf legen, das Backblech.
Schaut doch irgendwie mal nett aus. Wie selbst gemacht. Und was haben wir vergessen? Den Backofen vorzuheizen. Das machen wir jetzt schnell. 180 Grad. Dann passt das wieder. Jetzt kommen die Plätzchen mal für 10 Minuten in den Backofen. Und dann schauen wir mal, wie die dann ausschauen. Die sind fertig. Und die werden wir jetzt gleich mal probieren. Schauen zwar nicht so ganz aus wie Stangerl, aber das ist nicht schlimm. Die sind jetzt fertig. Es sind nicht viele, aber wir probieren die jetzt mal. Die schmecken gut. Gut. Das waren auch nicht viele Zutaten. Aber es ist nicht schlecht. Also die empfehle ich gerne weiter, weil die wirklich sau lecker sind gerade. Also wenn Eigelb übrig ist, kann man die empfehlen. Ja, das war's jetzt. Also dann bis demnächst. Ciao. Ciao, servus.